Das maligne Melanom, auch schwarzer Hautkrebs genannt, ist eine oft sehr bösartige Form von Hautkrebs. Und doch geben neue Diagnose- und Therapiemöglichkeiten den Patienten und ihren Angehörigen Hoffnung. Denn sie erweitern das Behandlungsspektrum auch in den fortgeschrittenen Stadien. Wir wollen uns heute insbesondere mit der immunonkologischen Therapie beschäftigen und wir freuen uns dazu, den Onkologen Dr. Friedrich Overkamp begrüßen zu dürfen. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Herr Dr. Overkamp, wenn wir über Krebstherapie sprechen, dann denken wir ja oft noch an Operationen, an Strahlentherapie, natürlich an Chemotherapie. Das sind aber längst nicht mehr die einzigen Optionen. Da haben Sie recht. Das sind so die klassischen Denkreflexe. Krebs gleich OP, Bestrahlung, Chemo. Dabei hat gerade beim fortgeschrittenen schwarzen Hautkrebs die Chemotherapie kaum noch einen Stellenwert. Die Operation ist schon noch sehr wichtig. Man muss so früh wie möglich, so viel wie möglich vom Melanom entfernen. Aber was die medikamentöse Therapie angeht, haben sich zwei neue, moderne Säulen der Therapie entwickelt. Das eine ist die zielgerichtete Therapie. Damit meint man Medikamente, die direkt in die Krebszellen eindringen. Bei bestimmten Genmutationen macht man das. Und das andere ist die Immuntherapie, über die wir heute speziell sprechen wollen. Können Sie uns denn die Wirkweise dieser immunonkologischen Therapie erklären, und zwar so, dass man das auch als Laie versteht? Ich denke schon, ich will es versuchen. Sie wissen, das Immunsystem besteht aus vielen helfenden Händen, sprich helfenden Zellen. Und die beiden wichtigsten Zellsorten sind die sogenannten Wächterzellen und die eigentlichen Abwehrzellen. Die Abwehrzellen heißen auch T-Lymphozyten. Die Wächterzellen machen einen ähnlichen Job wie die Security-Menschen am Flughafen. Sie beobachten sehr genau, sie tasten, sie checken und sie melden. Das heißt, die Wächterzellen sagen den T-Zellen, du, ich habe eine entartete, zum Beispiel Melanomzelle gefunden, so sieht die aus, tu was dagegen. Und die meldet das über, wie immer in der Biologie, über ein sogenanntes Rezeptorsystem. Rezeptoren sind Antennen an der Oberfläche von Zellen und die nennt man auch Checkpunkte. Und es gibt aktivierende Checkpunkte. Damit gibt sozusagen eine Wächterzelle der T-Zelle den Befehl, du, ich habe was gefunden, tu was gegen diese Hautkrebszelle. Und es gibt bremsende Checkpunkte, mit denen das Ganze auch wieder abgebremst, abgekühlt, beendet wird. Und jetzt können illegalerweise und unangenehmerweise Krebszellen auch diese bremsenden Checkpunkte nutzen. Und sie können von sich aus diese T-Zellen abschalten, die sie ja eigentlich überwältigen sollten. Und jetzt haben findige Pharmakoarchitekten gerade für den fortgeschrittenen schwarzen Hautkrebs Medikamente entwickelt, die sozusagen diese bremsenden Checkpunkte abdecken oder blockieren. Sogenannte Checkpoint-Hämmer oder Checkpoint-Inhibitoren. Und wenn jetzt eine Bremse blockiert ist, wirkt sie nicht mehr. Mit anderen Worten, die T-Zellen haben wieder freie Bahn und können die Melanomzellen überwältigen. Kann man denn eine allgemeine Aussage darüber treffen, welche Effekte nun diese Therapieform bei der Behandlung von fortgeschrittenem Hautkrebs hat? Ja, das ist gerade beim fortgeschrittenen malignen Melanom sehr gut untersucht, über viele Jahre mittlerweile. Und in vielen Fällen ist eine Kontrolle der Erkrankung möglich, manchmal auch eine Rückbildung der Metastasen und dies oft auch über lange Zeiträume. Wir wollen nicht verschweigen, dass es wie bei jeder Therapieform auch bei den immunonkologischen Therapien Nebenwirkungen gibt. Was können Sie uns dazu erzählen? In der Tat, Nebenwirkungen gibt es auch, aber sie sind anders, als wir sie von den klassischen Therapieformen gewohnt waren. Letztlich, das muss man sagen, können diese aktivierten T-Lymphozyten nicht nur Zellen eines fortgeschrittenen Hautkrebses überwältigen, sondern wenn die einen besonders guten Job machen, können sie auch einen überschießenden Job machen. Und es kann Entzündungen in inneren Organen geben, sogenannte immunvermittelte Entzündungen. Die können im Darm, in der Leber, in der Lunge letztendlich überall auftreten. Man kann sie in den allermeisten Fällen gut beherrschen, in der Regel mit einem Cortisonpräparat. Es ist so, dass die allermeisten Patienten die Immuntherapie gut vertragen. Schwere Nebenwirkungen sind eher selten, aber sie können auftreten. Und insofern ist eine Wachsamkeit über längere Zeiträume, auch über Monate, geboten. Ein sehr spannendes Thema. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch heute bei Dr. Friedrich Overkamp. Sehr gerne. Und bei Ihnen bedanke ich mich für Ihr Interesse. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter www.immunonkologie.de.